Dieser Anblick und diese Klänge waren in der ehemaligen DDR nichts Besonderes. Im Jahr 2013 ist es mit Schwalbe, S50 und Co. eher übersichtlich auf unseren Straßen geworden. Sehr zum Leidwesen von Daniel Grabnitzky. Denn die große Leidenschaft des 27-Jährigen hat sehr viel mit Zweitaktmotoren und ostalgischen Zweirädern zu tun. Der gelernte Metallbauer und Informatiker hat im Laufe seines Lebens schon so einige Zweirad-Oldtimer gesammelt. Seit Mai 2013 lädt der begeisterte Hobbysammler im Hafenspeicher des Neustrelitzer Stadthafens zu einer ganz besonderen Zeitreise ein. Wir haben hier ca. 30 Simson-Mopeds vom ersten Baujahr bis zum letzten. So ziemlich auch alle Modelle, die damals auf den Markt gekommen sind. Über Schwalbe, Star habe ich, die Vogelserie haben wir da. Aber alles können wir natürlich nicht zeigen, weil es zu viele Modelle sind. Doch nicht nur die Maschinen aus Daniel Grabnitzkys persönlicher Sammlung sind zu bestaunen. Das ist richtig. Des Weiteren haben wir hier noch ungefähr so 10 Roller von meinem Hausarzt, der mir immer begeistert erzählt beim Hausbesuch, dass er die sammelt und mit Leidenschaft aufbaut. Und die sind hier auch zu sehen. So mancher Besucher aus den neuen Bundesländern kommt beim Anblick der übrigens voll funktionsfähigen Mopeds ins Schwärmen und erinnert sich vielleicht an sein erstes Zweirad. Gäste aus den alten Bundesländern bekommen in dieser Ausstellung einen intensiven Einblick in die technische Zweiradwelt der DDR. Auch Andreas Grund, Bürgermeister der Stadt Neustrelitz, ist von der Zweiradausstellung begeistert. Das ist nämlich eine tolle Bereicherung hier für die Innenstadt Neustrelitz direkt im Hafenumfeld. Und da man ja zur frühen Zeit sozusagen in der Jugend auch selber ein Moped K50 war, das erste, was wir fahren durften, damals auch noch ohne Fahrerlaubnis, ist das irgendwie etwas, was auch alte Erinnerungen zurückbringt. Deswegen sind wir begeistert, deswegen werden sich jede Menge Leute hier freuen. Wahrscheinlich geht es dann denen wie mir, so ein Stück aus der Erinnerung, aus dem eigenen Leben wieder zu entdecken. Und ich weiß, so ein Zweiradmuseum, das wir schon lange mal in Neustrelitz haben wollten, hat viele Freunde und wird auch viele Freunde finden. Insgesamt sind momentan in der Neustrelitzer Zweiradausstellung knapp 50 Maschinen zu besichtigen. Dabei soll es perspektivisch aber nicht bleiben. Also der Plan ist natürlich, die ganze Sache noch zu erweitern und eventuell im nächsten Jahr über 2 Etagen das Ganze aufzuziehen mit Motorrädern. Das heißt, man nimmt dann noch ETZ, ES, die ganze Serie mit auf, damit man eben die ganze Bandbreite abdeckt. Mit Sicherheit stellt diese neue Zweiradausstellung im Stadthafen eine weitere touristische Bereicherung für Neustrelitz dar. Allen Interessierten steht die Ausstellung erstmal noch bis September 2013 offen. Und wer weiß, vielleicht entdecken auch Sie hier im Hafenspeicher Ihr erstes Moped.